Erfurt. 16.000 Zuschauer wollten diesen Klassiker live erleben und sie werden ihr Kommen nicht bereut haben. Die meisten jedenfalls. Vor dem Spiel sprach alles gegen Erfurt. Der direkte Vergleich 32:40 pro Jena und der bisherige Saisonverlauf. Aber seit dem Pokalspiel gegen den FC Bayern München wissen wir, Trainer Carsten Baumann hat einen Joker, der immer sticht oder besser gesagt immer trifft. Christoph Müller. Und dieser Mann heißt Albert Bunyaku, der gestern Abend auch das Thüringen-Derby entscheidet zugunsten des FC Rot-Weiß Erfurt. Mit seinem Treffer zum 2:1 in der 90. Spielminute. Auf diesen Augenblick haben die RWE-Fans 3,5 Jahre lang warten müssen. Endlich wieder ein Sieg gegen Jena und Bunyaku hat ihnen diesen Herzenswunsch erfüllt. Ja, auf jeden Fall. Es ist für die Fans super wichtig. Es war eine überragende Stimmung heute. Wir haben den Fans auch ein gutes Spiel abgeliefert und haben schlussendlich verdient gewonnen. Bei den Verlierern ist die Stimmungslage logischerweise eine ganz andere. Wenn man in der 90. Minute noch ein Tor bekommt, dann tut das ganz besonders weh. Wir ärgern uns natürlich sehr, weil natürlich für uns und für alle auch viel auf dem Spiel steht. Wir wollen wirklich oben dabei sein in dieser Liga und da ist jedes Spiel wichtig. Und heute haben wir 3 Punkte verloren. Was nicht unbedingt absehbar ist, zu Beginn des Spiels, bei dem Erfurts Torhüter Orlishausen Geburtstag feiert und knapp 16.000 Fans dabei sind. Die meisten unterstützen natürlich Rot-Weiß Erfurt, aber auch der Gästeblock ist gut gefüllt. Und der Held der Partie sitzt zu diesem Zeitpunkt noch auf der Bank, denn Erfurt spielt in der gleichen Aufstellung wie gegen Bayern München. Doch schon nach 60 Sekunden ist die gute Laune dahin. Denn Abwehrchef Norman Lohse verlängert einen harmlosen Kopfball mit der Brust ins eigene Tor. Das 1:0 für den FC Carl Zeiss, ein Geschenk des Himmels, das die Ostthüringer gerne annehmen. Erfurts Trainer Carsten Baumann ist dagegen fassungslos. Es ging um Sekundenbruchteile, wo Olle gebrüllt hat. Ich habe es zu spät wahrgenommen. Geht auf meine Kappe, kein Thema. Es ist nach 28 Lebensjahren Loses erstes Eigentor, aber eins, das auch dem Torhüter in Erinnerung bleibt. War ganz einfach ein Missverständnis zwischen mir und Norman, das war's. Also gibt es nichts groß zu sagen zu dem Ding, so was passiert, aber wir haben uns davon nicht verrückt machen lassen. Anfänglich schon, denn es dauert gut 20 Minuten, bis Rot-Weiß Erfurt sich von dem Schock erholt. Rockenbach da Silva ist der Erste, der sich zutraut, auch mal aufs Jena-Tor zu schießen. Das Ergebnis ist mäßig, aber sowas wie ein Aufbruchssignal, das Jena irgendwie nicht empfangen kann. Denn die Blauen ziehen sich zurück, lassen die Rot-Weißen machen. Deshalb versucht es auch Bastian Pinske mal mit einem Distanzschuss. Langsam wacht das Erfurter Publikum auf. Auch wenn diese Aktion hier schon zu den Höhepunkten der ersten Halbzeit gehört. Carsten Baumann will mit Rot-Weiß dieses Spiel unbedingt gewinnen, um nicht gleich zu Saisonbeginn im Tabellenkeller festzusitzen. Und in der 26. Minute macht RWE den ersten Schritt. Nach Vorlage von Canizaro hämmert Tino Semmer den Ball unter die Latte zum 1:1 Ausgleich. Baumanns Beschluss, wie gegen Bayern München zu spielen, zahlt sich also aus. Und Tino Semmer, der im Sommer von Sachsen-Leipzig nach Erfurt kam, macht mit diesem Sonntagsschuss hier sein erstes Pflichtspieltor für Rot-Weiß Erfurt. Er ist damit in der dritten Liga angekommen. Ja, war ein super Gefühl. Ich habe jetzt das dritte Spiel gemacht jetzt in der dritten Liga und war eigentlich meine erste große Chance in dem Spiel. Und war natürlich glücklich, dass der Ball so schön oben reingeht und habe mich natürlich riesig gefreut. Auf der anderen Seite hält sich die Freude in Grenzen, denn Jena tut fast gar nichts mehr fürs Spiel. Die Mannschaft ist gegenüber dem Sieg vor einer Woche im Pokal gegen Kaiserslautern nicht wiederzuerkennen. Nur selten gelingen vernünftige Angriffe wie hier über Ami Rante, der aber genau wie Stürmerkollege Hähnke ziemlich abgemeldet ist bei der Erfurter Abwehr. 2 Torschüsse in einer Halbzeit, das ist zu wenig für einen selbsternannten Aufstiegskandidaten. So wie sie es heute dargestellt hat, war es ein Trauerspiel. Tut mir auch leid für die Fans, die jetzt sicherlich sehr traurig und vielleicht der eine oder andere auch böse sein wird, aber ich kann mich da halt nur entschuldigen. Auch Carsten Baumann ist nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Erfurter, aber er hat ja noch einen Trumpf in der Hand. Albert Bunyaku, den Albaner mit Schweizer Pass, der seit April verletzt war und gegen Bayern München sein Comeback feierte mit 2 Toren. Für ihn muss der Torschütze zum 1:1 Tino Semmer raus. Ja, der Trainer hat gesagt, besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Und
die Maßnahme hat letzten Endes auch funktioniert und deswegen hat der Trainer alles richtig gemacht. Denn Bunyaku fügt sich gleich wieder gut ein ins Erfurter Spiel und hat nach einem Patzer von Jenas Torwart Carsten Nulle die erste Torchance in der zweiten Halbzeit. Doch Nulle macht seinen Fehler wieder gut. Albert Bunyaku mit toller Ballführung, aber beim Abschluss zu schwach in dieser Szene. Auch die nächste Gelegenheit in einer insgesamt mäßigen Partie gehört wieder dem FC Rot-Weiß. Rockenbach setzt sich durch gegen Stresser und im Strafraum verpasst Thorsten Jutta eine gute Möglichkeit, die Erfurter in Führung zu bringen. Rot-Weiß hat jetzt deutlich mehr vom Spiel, auch wenn beiderseits die Abwehrreihen dominieren. Doch der FC Carl Zeiss Jena gibt sich auch nicht sonderlich viel Mühe im Angriff, sondern schlägt planlos alle Freistöße und Eckbälle in den Strafraum, wo Geburtstagskind Dirk Orlishausen im Erfurter Tor keine Mühe hat, die Bälle runterzupflücken. Sein Gegenüber im Jenaer Tor hat da deutlich mehr zu tun. Ich denke, Erfurt hatte auf jeden Fall mehr vom Spiel. Wir waren zu passiv gewesen und ja, unterm Strich, wenn du so spielst, dann verlierst du halt auch so ein Spiel. Die Gefahr einer Niederlage lauert schon in der 75. Minute, als Bunyaku auf die Reise geschickt wird und sich gegen Jenas Abwehrchef Müller durchsetzt. Allerdings regelwidrig, wie Schiedsrichter Stefan Trautmann entscheidet. Denn Bunyaku soll vorher am Trikot gezupft haben. Und weil er jetzt den Ball nicht rausrücken will, gibt's die gelbe Karte. Eine von insgesamt 5 in diesem Spiel. Nicht viel für ein Derby, doch in diesem Falle wohl vertretbar. Jetzt kochen die Emotionen hoch im Stadion. Erfurts Trainer Baumann hält es nicht mehr auf seinem Stuhl und einige Fans auf der Tribüne und in der Südkurve nehmen das zum Anlass, Schmährufe Richtung Gästeblock zu schicken. Juden Jena und Ähnliches ist zu hören. Die Jena-Fans antworten mit brennenden Fahnen und mit Feuerwerkskörpern. Das Thüringen-Derby zeigt also auch wieder das hässliche Gesicht des Fußballs. Und kehrt dann zum sportlichen Teil zurück, bei dem aber nicht mehr allzu viel passiert, bis auf diese Chance hier von Henke für Carl Zeiss Jena, die aber ungenutzt bleibt. Alles sieht nach einer Punkteteilung aus, zumal Schiedsrichter Trautmann auch nur 2 Minuten nachspielen lässt. Aber dann passiert's eben doch noch. Hansen verliert den Ball gegen Schnetzler, Rockenbach verlängert auf Bunyaku und der vernascht Jenas Innenverteidiger Hervé Boschü. Der Rest ist bekannt. Zwei zu eins für den FC Rot-Weiß Erfurt und im Steigerwaldstadion herrscht nun grenzenlose Euphorie, auch beim Torschützen. Es freut mich einfach übelst, dass wir heute gewonnen haben. Ich weiß, ich habe fast Training gehabt in den Augen nach dem Tor. Ich freue mich einfach und es ist einfach super, es ist ein geiles Gefühl. Ich habe Geburtstag, ich habe das Derby gewonnen und von daher ist heute Ausnahmezustand. Die Mannschaft hat ganz hervorragend gekämpft und ganz hervorragend gespielt und ich glaube auch verdient gewonnen. Und zwar, weil Jena sich, wie in diesem Falle Hervé Boschü, wieder mal zu viele Fehler geleistet hat. Und das wird bestraft. Ja, wir haben einfach mit unserer miserablen Spielweise heute die Erfurter immer stärker ins Spiel kommen lassen. Und haben es einfach nicht verstanden, unsere Qualitäten auszuspielen. Und so kann man natürlich dann auch kein Spiel gewinnen. Nicht mal für einen Punkt hat es mehr gereicht, denn Jenas Fehler passiert in der 90. Minute. Und kurz danach ist Feierabend. Und so ein Sieg gegen Carl Zeiss Jena, der zählt in Erfurt mehr als alles andere. Deshalb wird er ausgelassen gefeiert. Und die Frage nach der Nummer 1 in Thüringen, die scheint zunächst geklärt. Oder auch nicht. Wir sind heute gefühlte Nummer 1. Wir haben es heute eindrucksvoll bestätigt, aber am Ende der Saison wird abgerechnet. Die Tabelle zeigt, wer wo steht. Und wenn ich richtig rechne, stehen wir noch vor denen. Dementsprechend sollen wir die Kirche im Dorf lassen. Was allerdings schwerfällt, wenn man lange nicht gewonnen hat gegen Jena. Rot-Weiß Erfurt hat damit eine Krise zu Saisonbeginn gerade noch abwenden können. In Jena dürften die Diskussionen um Trainer Bürger und sein Personal für die dritte Liga weitergehen. Tja, und vielleicht gehen auch andere Diskussionen weiter. Vielleicht haben die Chaoten, die dort Jena Juden gerufen haben, auch den Erfurtern keinen Gefallen getan. Denn Sie wissen vielleicht, im vergangenen Jahr gab es die Partie Carl Zeiss Jena 2 gegen den HFC. Auch dort gab es solche Äußerungen und der HFC und Carl Zeiss Jena wurden bestraft. Also wir müssen abwarten, ob dieses Ergebnis von gestern Abend auch in den nächsten Tagen noch Bestand hat.